auf dem 32. Chaos Communication Kongress in Hamburg. Hier geht's gleich los, dann machen wir auch weiter mit der Übersetzung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Talk. Electricity in what is the proper definition of it? By the way, they do something with electricity that is going on in your brain. And he's into neurofeedback research and does software for non-invasive computer vision-based wildlife identification, which is a very cool thing, I believe. Yeah, this was your biography in a couple of sentences, made very, very badly. Anyway, yeah, so... Oh, hello? Ah, perfect. Ah, hello. Also, heißt ihn herzlich willkommen und los geht's. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ja, ich habe hier eine Beschreibung von dem, was ich vorhabe zu machen. Was ich mache, ist... BCI-Forschung, was Brain-Computer-Interface bedeutet. Es fühlt sich im Moment an, als würde ich in der Zukunft aufwachen. Wir haben diese ganze neue Technik, selbst heilende Zellen, selbstfahrende Autos. Und jetzt haben wir Gehirn-Computer-Interfaces, die inzwischen sogar fast verlässlich funktionieren. Aber wie immer, wie mit neuer Technologie kann man das. Und deswegen haben wir eine große Verantwortung. Hier an diesem Ort haben wir vermutlich die fortschrittlichsten Leute, was Technologie angeht. Und deswegen möchte ich diese Sicht und dieses Update hier mit euch teilen. MetaMind and Masahiro. And yeah, all right. So let's get started. Okay, also lass uns anfangen. Also das ist, wo wir hin möchten. Einige Leute hier wissen sicher schon etwas oder einiges über PCI. Aber ich will trotzdem eine kleine Einführung am Anfang geben für die Leute, die noch nichts wissen. Und dann reden wir über die Challenges, also über die Schwierigkeiten, die wichtig sind. Und wir möchten eine Übersicht über die Sachen geben, die man bereits kaufen kann, fertige Produkte. Okay, also hier fangen wir an. Das sind erstmal nur die Grundlagen. Ich versuche es kurz zu halten. Was ist EEG? Im Prinzip ist es Elektroenzephalographie. Ihr seht hier ein Plot, also ein Bild, was wir messen können, wenn ihr so ein Gerät aufhabt. Wir haben herausgefunden, 1924, man kann das auch mit Menschen machen. Wenn jemand die Augen zumacht und er macht sie auf, dann hat man ganz unterschiedliche Strukturen, die man da sehen kann auf dem Graph. Das ist wohl eine der grundlegenden und momentan besten Techniken, die wir haben. Und das hier ist so ein typisches, ein typischer Aufbau so einer Kappe. Man legt verschiedene dieser Elektronen auf dem Kopf an und dann bekommt man diese Signale. Und grundlegend kann man festlegen, wie oft pro Sekunde man ein Signal bekommt, also so eine Welle hoch und runter geht. Sowas wird relativ häufig getan. Und was kann man noch tun? Man kann zum Beispiel die Signale differenzieren und feststellen, wie wach ist man. Okay, man kann die unterschiedlichen Skalierungen ansehen und dann, was kann man noch tun? Wir können eigentlich viele Sachen mehr machen.
Zum Beispiel kann man es mit Maschinenlernmethoden kombinieren. Dann lassen Sie uns eine kleine Definitionsfolie hier haben, sodass man das sehen kann. Die Unterschiede, was wir machen können mit Brain-Computer-Interfaces, mit Gehirn-Computer-Schnittstellen. So, this was the end of it. Es gibt jetzt kurz technische Schwierigkeiten. Sorry. Hello. Okay. All right. Perfect. So, yeah. Okay. So, like three basic. Way to differentiate. We have active. Brain-Computer Interface, where you. Okay, es gibt drei unterschiedliche Interfaces. Active. Es gibt drei aktive. Es gibt drei aktive Elemente, und wenn man verschiedene Signale erhält, also wenn man was gezeigt bekommt, dann zeigt sich eine bestimmte Reaktion. Und es gibt auch unterschiedliche Eindrücke, die dann den Eindruck verändern. Es gibt hier jetzt einen recht einfachen Kreis, also wo man den Nutzer hat, dann die Elektroden, dann den Verstärker, und das ist natürlich ein sehr vereinfachtes Bild. Dann den Filter und dann den AD-Konverter, und dann schicken wir das Ganze zur Software, dann vorverarbeiten wir das, weil wir natürlich Störungen in den Daten haben. Und dann gucken wir uns die Daten an, die wir benutzen können, also einen Maschinenlernalgorithmus, der das Kommando daraus lesen kann. Und wie ich gesagt habe, kommt es wirklich darauf an, wo ich die Elektronen hin tue. Es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber ja, als Beispiel, Buchstabiercomputer sind was sehr toll sind. Wenn man einfach nur einen Bildschirm sieht und dann, wenn man an den Buchstaben denkt, der wird dann beleuchtet. Und dann kann man das natürlich messen. Und dann kann man herausfinden, an welchen Buchstaben man denkt. Das ist dann immer eine unterschiedliche Reaktion zu allem anderen, was man macht. Oder zum Beispiel irgendwas, was nicht der Buchstabe ist. Also falls ihr so Videos gesehen habt, wo so Leute mit ihren Gedanken Exoskelette kontrollieren konnten oder Prothesen. Und jetzt etwas anderes, das auch sehr weit verbreitet ist. Und auch bereits gekauft werden kann, ist neuronales Feedback. Also was ist das grundlegend? Man kann lernen, also man kann trainieren, einen Algorithmus trainieren auf die Gehirnaktivitäten. Was man also macht, ist, man nimmt die gesamte Zeit die Daten auf, interpretiert sie dann und versucht herauszufinden, was ungefähr passiert, dann im Prinzip verstärken wir das Model. Und dann geben wir ein Geräusch und dein Gehirn versucht, dieses Geräusch zu reproduzieren. Und dann sehen wir wiederum verbesserte Wellen. Das kann man zum Beispiel im medizinischen, also im klinischen Test momentan machen. Aber man kann auch immer viel daran optimieren. Es gibt auch eine Art-Installation dafür. Also eine interaktive Installation, bei der man ein audiovisuelles Feedback bekommen kann. Es ist im Prinzip nur ein Abbild deines Erregtheitszustandes. Es ist eine ganz neue Erfahrung, die man wirklich fühlen kann. Ich habe etwas Ähnliches gemacht auf einem Festival,
Und das war sehr interessant mit den Leuten. Ich kann wirklich sagen, es ist etwas Besonderes. Sorry. Really worth trying. Etwas, was man versuchen sollte. Also das ist grundlegend die Gamifizierung der Grundlagen. Außerdem war das die zweite Konferenz dieses Jahr. Okay, also. Okay, und dann gibt es den neuen, nicht ganz so neuen Ansatz im Consumer-Bereich, EEG zu kombinieren mit BCI. Alternative, also Wechselstrom-Initialisierung. Man nimmt basically, man resettet das Brain. Es gibt allerdings noch keine Langzeitstudien dafür. Die Leute sagen natürlich, das ist cool, ey, ich fühle mich irgendwie, als ob ich viel Kaffee getrunken habe und fühle mich total aktiv, aber es ist ein bisschen, ob man was weniger Weichverlies machen kann, das steht noch nicht fest. Also man kann es ausprobieren, aber man sollte vorsichtig sein und wissen, was man tut. Vielleicht hier einen kurzen Überblick. Die Methoden, das sind nicht alle, das sind nur die interessanten. Der P300, das ist das, wo man zu einem bestimmten Ziel, Stimuli reagiert. Es ist kein Lernen dabei nötig. Dann haben wir statische Visual Appointions. Es gibt ein blinkendes Licht in einer bestimmten Frequenz. Man liest es und hat in seinem virtuellen Cortex eine Reaktion dazu. Das ist also ein reaktives Beispiel. Gibt es SMR Motor Imagery, das ist wieder ein aktives. Auch ein sehr gutes. Okay. Lass uns kurz einmal die Consumer Devices angucken. Als erstes sollten wir klarstellen, nach was wir schauen. Also was sind die Kriterien, nachdem wir ein gutes Gerät aussuchen? Also ich habe mir da ein paar Punkte ausgedacht, die man sich anschauen will. Also das erste sind natürlich die Kosten. Also man will vielleicht nicht immer Tausende von Euro ausgeben, womit man zum Beispiel nur einen Roboter im Kreis steuern kann. Hat aber dann 50.000 gekostet, das ist vielleicht nicht wert. Also vielleicht sollten wir nach was Billigem gucken. Aber was wirklich interessant ist, wie spezifisch es ist und wie verlässlich. Also was wir zum Beispiel haben wollen, ist eine sehr niedrige Rate von Signal zu Störung. Also ich kann nicht jeden Finger zum Beispiel auf jedes kommerzielle Produkt zeigen, weil ich nur 10 habe, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man sich angucken will. Also man will nämlich saubere Daten haben. Das nächste, was man sich anschauen sollte, ist natürlich die Hardware und die Software. Also wie frei sind die? Wie sehr kann ich die bearbeiten? Also das ist natürlich sehr viel interessanter für Hacker, wenn man die Chance hat, ein paar Teile auszutauschen, also und die Elektronik auszutauschen. Und es ist natürlich wichtig, dass man auf die Rohdaten zugreifen kann. Und natürlich die Ergonomik. Man will natürlich nicht 10 Minuten brauchen, um das Ganze auf den Kopf zu bekommen. Denn selbst 30 Sekunden sind schon fast zu viel. Jedes Mal, wenn man es aufsetzen will und es benutzen will, will man nicht die ganze Zeit sich damit auseinandersetzen, wie man es aufzieht. Das geht einfach gar nicht. Das macht dann keinen Spaß mehr, man will es nicht hier benutzen. Und dann natürlich eine wichtige Sache ist natürlich die Produktsicherheit und die Sicherheit. Natürlich bekommt man keinen Schock davon. Es hat nicht so viel Strom, aber dass man keinen Stromschlag bekommt. Zur Sicherheit komme ich dann später. Also das sind jetzt hier ein paar Geräte, die ich mir ausgesucht habe. Das sind im Moment gerade die populärsten. Und es gibt natürlich noch andere. Es gibt dort ein paar
Sachen. Und die Muse schneidet den Bereich recht gut ab. Es ist ein DUI-Guide dabei. Ich habe 2 Jahre mit dem Epoch gearbeitet, weil es sehr nervig war, das anderen Leuten aufzusetzen. Weil diese Leute sehr viele Haare hatten, dann sitzt man da 10 bis 20 Minuten und der Mensch fragt dann, was ist los, was passiert? Warte ich auf irgendwas? Und die Elektronen funktionieren nicht und ja, das ist natürlich was echt nicht in Ordnung ist und keinen Spaß macht. Was mich natürlich interessiert, ist das Emotive Insight, was erst jetzt rauskam. Das ist Madeline, was ich hier gelistet habe, die haben mir ihr Datasheet nicht gegeben, ihr Datenblatt. Ja. Also, was ist der Fortschritt, wenn man sich das Ganze anschaut? Es sind trockene Elektroden. Es ist nicht so wie früher, wo man früher Gel auf dem Kopf tragen musste, damit man eine bessere Leitung hat, sondern es sind trockene Elektroden. Du bekommst dafür eine höhere Impedanz. Das ist dann sehr sensitiv. Denkt an das Design eurer Stromkreisläufe. Die Algorithmen werden besser und das ist etwas, das mit der Zeit immer besser wird. Aber natürlich, wenn das Signal am Anfang schlecht ist, ist dann nicht viel, was man machen kann. Und dann hat man nichts, das wirklich läuft, also kein laufendes BCI. Okay, jetzt kommen wir zu der Open Source DIY. Also Do-it-yourself-Lösung. Natürlich, die Zeit ist gerade ein bisschen zu kurz, um ins Detail zu gehen, aber wir werden euch gerne helfen, wenn ihr vorbeikommt, können wir über Details mit euch reden. Okay, habe ich auch noch mal ein paar Sachen rausgenommen, die man, also Projekte, die entweder ein Tutorial haben, was man direkt für sich selbst, wie man etwas für sich selbst bauen kann. Also ein Kit, das man zum Beispiel direkt kaufen und dann bauen kann. Okay. Hier ist die Liste. Das OpenEEG-Projekt zum Beispiel ist schon eine Weile online und ist ziemlich beliebt. Die machen einen wirklich guten Job. Die macht ziemlich viele Tutorials dort. Es kostet ca. zwischen 200 und 400 Dollar, um dieses Device selbst zu bauen. Aber es gibt auch eine Firma, die das alles zusammengebaut hat und verkauft. Ihr habt vielleicht auch über das OpenBCI.com-Projekt gehört. Dort kann man sowas auch wirklich selbst 3D printen. Und man kann dort dann auch zum Beispiel mehr Elektronen ranbauen. Das ist ein anderer Herangehensweise. Das kommt dann zum Beispiel von Metamind oder Masahiro. Das hat mittlerweile über 30 Jahre an Forschung hinter sich. Man kann das auch stacken. Und das kann auch zum Beispiel mit einem Arduino benutzt werden. Man könnte auch den Mikrofoncontroller dabei austauschen. Ja, also was ist der grundlegende Unterschied zwischen den beiden? Warum sollte man das eine oder das andere wählen? Also es kommt ganz darauf an, was man machen will. Wenn man zum Beispiel jetzt zu Hause nur einen einfachen Aufbau haben will oder ob man günstige Forschung machen will. Man muss darüber nachdenken, was du wirklich willst. Ein grundlegender Unterschied ist ein AD-Konverter, den Masahiro genommen hat für ihren Arduino. Ihr könnt es besser mit trockenen Elektronen benutzen. Deswegen ist es damit leichter anzufangen, das Setup hinzukriegen. Okay, ein paar Worte zu den Elektroden, weil das hast du nicht mit den Consumer Devices. Das ist das
With the Hacker devices you can really just say, okay, I want this or that. Mit den Hacker devices kann man sich da einfach mehr aussuchen. Ich möchte das oder jenes oder dieses. Scientific realm, you have the like a standard is the. Der Wissenschaft ist der Standard ist die Elektrode, die wie so eine Kappe ist. Meistens aus Silber, Gold oder Zinn. Passive and active electrodes. So ein großer Unterschied: Es gibt passive und aktive Elektroden. Passive bedeuten, ich habe eine Elektrode, die geht einfach übers Kabel und dann vielleicht verstärkt. Das Problem ist, dass man auf dem Weg über das Kabel elektromagnetische Störeinflüsse hat. Die aktive Elektrode auf der anderen Seite verstärkt das Signal direkt nach der Elektrode. Und das führt zu einem besseren Signal. Okay, and then also something very new, you have bendable electrodes. Auch neu ist, dass es biegbare Elektroden gibt. Also sehr ergonomisch ist. Yeah, of course, and also you can hack electrodes. You can just take some silver coins and. Und natürlich kann man die selber hacken, irgendwie Silbermünzen nehmen und dann eine Schraube zu löten und dann verbindet man sie und das funktioniert perfekt. Okay, Software habe ich auch nur ein paar ausgesucht natürlich, gibt es da viel mehr, aber OpenVibe ist einer von denen, die sind schon länger da, also sind schon länger dabei. Man hat einen grafischen Editor und die Machine Learning Features dabei, viele andere Werkzeuge. BrainBay ist auch, also ist leider nur für Windows, aber Neuromo ist auch eine neue Software, die nicht Open Source ist, aber frei benutzt werden kann. Aber für den Anfang würde ich vorschlagen, wenn du nicht andere Werkzeugkiste für MATLAB hast, weil du im Research, in Forschung bist, dann mit OpenVibe fängt man gut an. Eine andere sehr wichtige Sache, über die ich sprechen möchte, sind Privatheitsangelegenheiten. Es fühlt sich vielleicht an, vielleicht ist es ein zu früher Status, aber wenn man sich mal überlegt, dass man dann sollte man sich natürlich fragen, was mit meinen Daten passiert, also mit meinen Gehirnwellen. Da gibt es natürlich ein paar Sachen, die man damit anstellen kann und das können wir uns jetzt mal kurz anschauen. Zum Beispiel an diese die zwei Bilder. Die Schlagzeile war Brainwave Privatheitsstandards werden benötigt, um das Spionieren von EEG-Daten zu verhindern. Diese Gehirnwellen können auch Krankheiten voraussagen und das können sie, das speichern Entwicklern in der Cloud. Und das ist nicht was ich haben will. Also das finde ich wirklich echt scheiße. Die Zeit, also wie wir uns jetzt vorbewegen, ist, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Ich bin da wahrscheinlich sehr paranoid, aber es sind natürlich wirklich viele Sachen, die man hiermit kaputt machen kann. Also alles zum Beispiel über den Gesundheitszustand, über die Performance, Arbeitsperformance und was man natürlich alles damit erreichen kann. Man kann zum Beispiel auch, die ganzen Daten können halt komprimiert werden und es gibt ja verschiedene Attacken. Was wir natürlich machen können als Open Source Community ist, dass wir hergehen, ob da irgendwas in der Nähe von dem Gerät ist. Also, oder wir können die Daten mit irgendwas verschlüsseln, bevor wir es rausschicken. Aber aber das wird wirklich schwer. Aber wir sollten definitiv darüber reden. Also ja. Also ich würde nochmal sagen, den Privatsphärenstandard brauchen wir. Das ist was wenig diskutiert wird, was wir aber diskutieren sollten. Und es ist was, wo ich wirklich mit euch mal reden wollte, das ist der Grund, warum ich hier bin. Es gibt da eine Herangehensweise, wie wir da
besser mit Gehirnwellen umgehen können in der Zukunft. Also kommt bei uns vorbei beim Neurohacking Space. Wir können gerne darüber diskutieren. Ihr könnt die Geräte ausprobieren. Die ganzen möglichen Consumer-Geräte, die ich aufgelistet habe, haben wir da. Probiert sie aus. Wenn ihr darauf Bock habt. Ich bin gerne bereit, euch zu helfen. Und wie ich gesagt habe, hoffentlich habt ihr vielleicht uns auch noch ein paar Ideen, dass wir mit dem Privatsphärenproblem weiterkommen. Und auch für das, wir werden auch einen Kickstarter haben für das Brainduino Project. Ja, kommt einfach vorbei. Nochmal. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Es wird Fragen geben, also eine aus dem Internet. Vielen Dank, erste Frage. Hast du Ahnung von irgendwelchen Plänen, wie das Ganze, ob das Ganze reguliert werden soll? Also von Geräten, die Gehirnwellen senden und damit das Gehirn manipulieren können? Ich bin nicht sicher. Also das Problem ist, im Consumer-Bereich. So is there any way to ich wiederhole die Frage nochmal. Yo, shut up. What? Okay. so, is there any approach? Ist da irgendein eine Möglichkeit, zum Beispiel eine Maus? And then you're not sure on the if you're a consumer of a if you're buying consumer product. Man ist nicht sicher, wenn man Konsumerprodukte kauft. Ich glaube, von der Sicht aus ist es relativ schwer, etwas zu regulieren. Ich weiß nicht, ob es da zum Beispiel einen Standard geben könnte, einen Data-Standard oder einen Sicherheitsstandard. Vielleicht könnte man das machen, aber das sind auch so viele Schritte, wie man das angehen kann. Das ist ein relativ schweres Thema. Eine Frage links, bitte. Du hattest die Folie am Anfang, wo man am Anfang die Daten nochmal gesehen hat, also die Analogdaten, die man vom Gehirn genommen hat, die dann zu digitalen Daten umgewandelt wurde. Da gab es einen Filterprozess davor. Meine Frage ist jetzt, ob es da einen Vorteil gibt, werden die Daten bevor der Umwandlung umwandelt oder ob das danach geschieht. Also was ist besser? Also da gibt es eine relativ einfache Grafik. Es war eine relativ einfache Grafik, die ihr gesehen habt. Aber da gibt es verschiedene Arten von Verstärkern, die vorgestellt werden können. Aber es macht Sinn, bevor man es weitersendet, sowas zu machen, aber wenn du die Zeit hast, kannst du nachher vorbeikommen und ich kann dir ein paar Details zeigen und kann versuchen, dir zu erklären, wie es Sinn macht, den Punkt. Und wenn du nicht vorbeikommen willst, gib noch alles online. Ja, Entschuldigung. Okay, dann auf der rechten Seite bitte. Yo, there is a question in there. Hello? About the Epoch headset. Wegen dem Epoch headset, da gab es einen kleinen Punkt, wo drauf steht, dass es eine Möglichkeit gibt, an die rohen Daten zu kommen. Könntest du das erklären? Ja, also ich meine, wenn du in die Suchengine suchst, ist relativ einfach zu finden. Es gibt's auch auf GitHub. Und da sind noch ein paar verschiedene Forks davon. Ja, es ist eigentlich relativ einfach zu benutzen. Ja, okay, es ist möglich, ja. Danke.
Hi. Du hast vorhin über die Gefahren und den Missbrauch geredet. Also die damit gemacht werden können. Also die mit dem System gemacht werden. Also es wird Missbrauch geben. Ja, klar. Also wie als Wissenschaftler geht man damit um? Auf der einen Seite, man sieht das Gute, aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich, wirklich stark und man kann damit viel falsch machen. Ich glaube, die Leute sollten in der Lage sein, selbst zu entscheiden, ob sie ihre Gehirnwellendaten teilen möchten. Ja, und eigentlich, bevor wir das hier machen, möchte ich 100% sicher gehen, dass es nicht gehackt werden kann. Maybe some opt-in, if you can say. Es sollte vielleicht eine OPT-In-Lösung geben. Wenn man es online in der Cloud machen möchte, zum Analysieren von Daten. Ja, natürlich ist es ein mächtiges Werkzeug, aber ich bin der Meinung, es sollte opt-in sein und das sollte sicher sein. Glaubst du auch, dass wir irgendwann mit unserer Gesellschaft an den Punkt kommen, dass wir denken ja über das Gehirn und das Herz getrennt. Denkst du, dass wir das Herz und das Gehirn irgendwie näher zusammenbekommen? Also man weiß ja manchmal nicht, was man fühlt, man kann es nicht beschreiben. Und denkst du, die Technik kann dabei helfen? Ich meine, grundlegend, was ich darüber denke, ist, dass Neurofeedback im Prinzip Meditation mit Führung ist. Die Forschung mit Meditation macht auch Fortschritte. Es bringt im Kern, wie verändert es deine Gehirnaktivitäten, deine Körperchemie, was dem Ganzen folgt, ist, dass du dir mehr bewusst wirst über deine Umgebung und in einer gewissen Weise bringt das vermutlich Hirn und Herz näher zusammen, um es so zu sagen. Vielen Dank. Es gibt eine Frage von links. Ich finde das ganz interessant, also aber da das eine Schnittstelle ist, wäre ich interessiert, wie man Gehirnwellen ins Gehirn bekommt. Also so, dass man zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel einfach ins Gehirn bekommen kann. Ja, das ist... Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Non-invasiv, aber es ist natürlich auch wieder ein bisschen invasiv. Aber... Das Problem ist, du hast noch keine Forschung, die lange Zeit läuft. Du kannst die Sachen selber kaufen, kannst selbst ausprobieren, wie es funktioniert. Du weißt, das ist dann allerdings, als würde man Gehirnaktivität erzwingen. Neurofeedback braucht ein bisschen, aber je nachdem, welches Protokoll man benutzt, kann man die Gehirnaktivitäten auch verändern. Wenn du darüber nachdenkst, bleibt es dann auch so, wie es ist. Es ist so, als würde man in seinem Gehirn neue Brücken bauen, also neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen. Aber das ist momentan auch noch sehr unspezifisch. Man feuert im Prinzip in alle Richtungen und ändert was, gezwungenermaßen. Ja. Vielen Dank. Es gibt noch eine Frage aus dem Internet. Meine Frage aus dem Internet ist ähnlich wie die letzte. Könntest du ein bisschen mehr über den Gehirnwellen-Trainingspart erklären? Also was ist der Status und was sind die Vorteile? Ja, es wird momentan benutzt, um zum Beispiel Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom als Alternative zu Ritalin zur Behandlung zu benutzen. Das geben sie Kindern. Und das ist sehr schädlich für den Körper, aber sie machen jetzt halt eben mit Neurofeedback-Training das auch. Natürlich, man braucht dafür auch Übungen und man muss auch danach noch weiterhin Übungen machen ohne das Gerät selbst. Aber auf lange Sicht hilft das dir, ohne dass du irgendwelche Chemikalien zu dir nehmen musst. Es tut mir sehr leid, wir haben keine Zeit mehr. Vielen Dank. Ihr könnt einfach nach vorne kommen, wenn ihr noch mit ihm reden wollt. Vielen Dank.